So, und jetzt wird es sehr, sehr dramatisch, Freunde. Ich habe es ja gerade schon gesagt, mit den Zuhörerrunden kann es hier und da mal zu Problemen kommen. Und ja, ich habe es damit beschrieben, denn hier hat der Porsche seine Kontrolle verloren. Freunde, herzlich willkommen zu meinem ersten Competition-Rennen hier in Assetto Corsa Competizione. Freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir fahren, ja, heute, wie gesagt, mein erstes Competition-Rennen hier in Suzuka im Audi. Und ich habe ja gesagt, sobald ich mein Equipment habe, sobald ich ein Lenkrad habe, die richtigen Pedale und so weiter, das habe ich jetzt alles, dann starten wir endlich mit, ja, Competition-Rennen, mit Wettbewerben, mit Events im, ja, Bereich Sim-Racing. Und genau das tun wir heute hier in ACC. Und da wollen wir mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Ihr seht, ich starte vom Platz 4. Und das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, obwohl ich Suzuka gar nicht so gerne fahre. Beziehungsweise die Strecke ist natürlich wunderschön, aber ich habe noch nicht den Kniff raus, wie man ja da wirklich richtig schnelle Zeiten fährt. Und ich würde sagen, wir springen immer direkt zum Rennstart. Denn ich habe hier mal so ein bisschen was zusammengeschnitten, damit ihr euch nicht die vollen 60 Minuten reinziehen müsst. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das am liebsten haben wollt. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Kompromiss, dass ich hier immer so ein paar Minuten laufen lasse und dann einen Cut mache zu gewissen Schlüsselmomenten oder Szenen, die wir uns hier zusammen reinziehen. Aber wir konzentrieren uns hier erstmal auf den Rennstart. Und ich kann euch sagen, der Petrov auf Platz 1, der ist super, super schnell. Der war im Qualifying schon 6 Zehntel oder so schneller als alle anderen. Aber das ist ja auch das Geile bei diesen Competition-Rennen. Da hast du wirklich richtig starke Konkurrenz. Ja, und weil du hier ein Safety-Rating von mindestens 78 brauchst, um an diesen Rennen teilzunehmen und eine gewisse Streckenkenntnis, also dieses Track-Rating sozusagen, da hast du auf jeden Fall schon mal einigermaßen die Garantie, dass das hier größtenteils ein sehr cleanes und ordentliches Racing ist. So, aber wichtig war es jetzt erstmal die Anfangsphase zu überleben. Es ist natürlich noch alles dicht beisammen. Das heißt, keine unüberlegten Sachen machen. Ein bisschen in den Flow kommen. Und sich hier so ein bisschen eingrooven. Ja, und ob das hier ein Happy End nimmt oder eher ein Drama, das schauen wir uns jetzt in den nächsten 15 bis 20 Minuten ungefähr an. Ich denke mal, wenn ich hier was zusammenschneide, dann will das ungefähr immer so zwischen 15 und 20 Minuten maximal gehen. Je nachdem, wie viel natürlich auch passiert in dem Rennen. Aber wie gesagt, das könnt ihr mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da bevorzugt, ob ich auch vielleicht mal ein ganzes Rennen einfach laufen lassen soll. So, und wir haben jetzt gleich die erste Runde hier schon absolviert. Und ich bin ja auch mit einem nagelneuen Setup unterwegs. Da habe ich mich jetzt gar nicht großartig eingefahren. Ungefähr 10-15 Minuten im freien Training und Qualifying kurz. Weil mit dem Standard-Setup war mir das, vor allem in diesen ganzen S-Kurven, in die wir jetzt gleich hier im ersten Sektor kommen, war mir das viel zu rutschig. Und das war generell auch immer mein großes Problem hier auf Suzuka. Und da habe ich mich immer gefragt, ja, was willst du denn am Setup einstellen, damit das nicht so ist? Ich kenne mich da nämlich gar nicht so gut aus mit diesen ganzen Setup-Geschichten. Genau deshalb bin ich dann auf Race Department gegangen und habe mir einfach mal ein Setup gezogen, wo einer eine 1,58er Zeit gefahren ist. Also wirklich absolut geisteskrank. Und habe das Setup jetzt einfach hier geladen und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also das Fahrzeug war nicht so rutschig, wie ich es auf jeden Fall gekannt habe hier von Suzuka. So, aber noch sind alle relativ nah beieinander. Nach hinten haben wir schon knapp, ja, 1,3 Sekunden, 1,4 Sekunden jetzt Vorsprung. Das heißt, keinen unmittelbaren Druck erstmal von hinten, das ist schon mal gut. Dann kann man hier seine Linien fahren und muss hier nicht immer auf Verteidigungslinien ausweichen oder so. Ich bin auch schon hier vor einem Competition-Rennen so ungefähr 10-15 Minuten gefahren, bis sich dann mitten im Rennen mein Lenkrad einfach vom Tisch gelöst hat. Richtig peinlich. Ja, aber da hatte ich die Lenkradsicherung irgendwie nicht ganz feste gezogen. Und ja, da bin ich einfach nach 15 Minuten oder so im Rennen dann ausgeschieden. Ja, weil ich mein Lenkrad erstmal wieder neu zusammen basteln musste. Und das wollte ich euch dann ja doch nicht zumuten. Das wäre mir dann doch ein bisschen peinlich gewesen. Aber deswegen, das ist jetzt hier mein erstes richtiges Competition-Rennen, was ich ja komplett
überlebt habe, weiß man noch nicht genau, was da noch passiert. Aber was ich auf jeden Fall zu Ende gefahren habe. So, und was sagt jetzt hier die erste gezeitete Runde? Das geht so in Richtung 2016. Das ist für einen Rennspeed gar nicht so schlecht. Da war ich eigentlich relativ zufrieden. Ich bin im Qualifying knapp unter 2 Minuten 1 gefahren. Also ungefähr 5-6 Zehntel schneller als jetzt hier mit vollem Tank. Deswegen, das ist absolut okay gewesen. So, und wir haben hier den ersten kleinen Cut gemacht. Ich werde immer, denke ich mal, so einen Cut von ungefähr 10 Minuten machen. Und hier jetzt eine kleine Schlüsselszene. Hier sind wir nämlich ein bisschen weit rausgekommen und haben auf den Audi vor uns ungefähr eine Sekunde, anderthalb Sekunden verloren. Und das kann dann auch schon mal ganz, ganz schnell nach hinten losgehen an dieser Stelle. Wenn du da ein bisschen weit rauskommst und zu früh aufs Gas willst, ja, dann kann es schon mal ganz schnell vorbei sein, dass du da komplett im Kies landest oder dich rausdrehst. Aber so ist es nochmal einigermaßen glimpflich ausgegangen. Und wir machen hier weiter Jagd auf den Audi. Nach hinten haben wir schon einen Riesenlück aufgefahren. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber wir haben auf jeden Fall knapp 14 Sekunden Vorsprung. Und der Audi vor uns ist definitiv noch in Reichweite. Und das ist auch so diese, ich weiß nicht, ob ich das schon jetzt vorab sagen kann, diese Story, diese kleine Story von diesem Rennen, dass wir die ganze Zeit den Audi hier im Visier haben vor uns. Und der Abstand einigermaßen konstant die ganze Zeit bleibt. Mal ein bisschen schrumpft, mal wieder ein bisschen größer wird. Aber wie das Ganze ausgegangen ist, das werdet ihr in den nächsten Minuten erfahren. Lasst euch überraschen. Die Runde jetzt natürlich auch nicht gut gewesen. Knapp anderthalb Sekunden hatten wir da im Delta. Und wir machen wieder einen Sprung von ungefähr 10 Minuten hier in dem Rennen. Und ihr seht, der Abstand ist nicht viel kleiner oder größer geworden. Und hier diese Linkskurve, da willst du auch immer so früh aufs Gas, aber da kommt dir das Heck sehr, sehr schnell. Wenn du da zu früh aufs Gas gehst, dann verlierst du den ganzen Schwung hier auf diese Gerade. Und ja, das ist mir mindestens auch 3-4 Mal passiert hier in dem Rennen. Und nach hinten haben wir mittlerweile über 20 Sekunden Vorsprung. Da mussten wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Das heißt, die ersten drei sind hier so ihr eigenes Rennen gefahren, kann man sagen. Der erste fährt hier eine 2:01.1. Und wir sind jetzt eine hohe 2:01er-Zeit gefahren. Also es war definitiv auch ein einigermaßen konstantes Rennen. Deswegen, das war auch ein sehr, sehr gutes Training für mich hier in Suzuka, mal wirklich in den Flow zu kommen und sich wirklich darauf konzentrieren, konstante, gute Runden zu fahren. So, und diese S-Kurven, das war eigentlich immer so meine größte Schwachstelle bisher hier. Aber da habe ich auch ordentlich dazugelernt. Und ja, jetzt fängt das richtige Training ja auch erstmal an, wenn man wirklich dann mit Lenkrad unterwegs ist und mit Pedalen. So, und jetzt kommt die nächste kritische Szene. Hier haben wir zu schnell reinlaufen lassen und sind dann hier im Drift kurz ins Kiesbett gekommen. Das ist mir hier in dem Rennen auch wirklich 2-3 Mal passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob da nochmal ein paar Szenen kommen, die ich hier reingeschnitten habe. Aber da waren wir dann teilweise auch schon über dem Limit unterwegs, weil ich natürlich den Kollegen vorne auch nicht wegziehen lassen wollte, sondern man möchte natürlich aufholen und dann überfährt man das Auto hier und da mal ein bisschen, geht über das persönliche Limit hinaus. Da kann sich der Audi direkt wieder über 2,5 Sekunden absetzen durch so einen kleinen Fehler, den man da gemacht hat. Und darauf kommt es jetzt im Endeffekt an, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Weil ein so ein Fehler kann dir direkt eine halbe Sekunde oder eine ganze Sekunde kosten. Vielleicht auch noch mehr, wenn du dich komplett abschießt. Ja, und wenn man dann einigermaßen dieselbe Pace hat, dann kann einem das ruckzuck diese Position kosten. So, und das war jetzt wieder keine gute Runde von uns. Da war der Brink wieder so eine halbe Sekunde ungefähr schneller. Ist hier eine 2:01.8 gefahren und wir eine 2:02.3. Also das darf uns nicht zu häufig passieren.
Und wir machen wieder einen kleinen Sprung und hier, wie ich es vorhin gesagt habe, schon wieder ein Fehler. Und da gab es jetzt, glaube ich, sogar direkt nochmal eine Verwarnung. Ja, genau. Das ist jetzt schon unsere dritte gewesen. Das geht hier auf Suzuka auch sehr, sehr schnell. Ja, und jetzt konnten wir uns die letzten 22 Minuten nichts mehr erlauben. Aber wir sind hier näher dran gekommen, jetzt auf 1,2 Sekunden sogar. Und da darfst du dann auch nicht zu ungeduldig werden. Da musst du ruhig bleiben und dich wirklich darauf konzentrieren, ja, nicht übers Limit zu fahren, beziehungsweise das Auto nicht zu überfahren. Vor allem, wenn du schon drei Verwarnungen hast. Sonst hast du dann gleich auch noch eine Drive-Thru am Arsch. Und ja, dann kannst du es sowieso vergessen, auch wenn wir nach hinten einen riesen Vorsprung haben. Das könnte sich sogar ausgehen, dass man da keine Position verliert mit einer Durchfahrtsstrafe. Aber wir wollen es ja nicht riskieren. Hier auch ein bisschen zu weit über den Körb gefahren, da kam die Karre direkt quer. Aber wir sind dran, Leute, wir sind sowas von dran. Aber rankommen ist die eine Sache, vorbeikommen ist die andere Sache. Wir kennen das Spiel ja. Da war der Brink jetzt sehr, sehr langsam. Eine 2:03er-Zeit hat auch irgendwo einen dicken Bock drin gehabt. Schön die erste Kurve erwischt. Und hier kriegen wir die Meldung Druckverlust vorne links. Das sehen wir auch. Wir haben nur 26,3 PSI im linken Vorderreifen. Und das lag wahrscheinlich auch daran, dass ich wirklich die Curbs ja teilweise schon sehr, sehr hart mitgenommen habe. Hier muss ich dann auch nochmal kurz Gas rausnehmen. Sonst hätten wir da wieder den gleichen Fehler gemacht wie vorhin. Hier auch diesmal ein bisschen Piano gemacht. Aber das muss ich natürlich jetzt auch erstmal lernen, wie man ja das Setup am besten für so ein 1-Stunden-Rennen oder für längere Rennen generell ausrichtet. Von den Reifendrücken her, wenn man vielleicht auch mal mit Pitstop-Strategie unterwegs ist, da habe ich noch gar keine Erfahrung und genau deshalb muss ich mich da auch mal so ein bisschen einlesen, beziehungsweise ja auch mal ein bisschen ausprobieren. Und hier hat der Brink auch schon wieder einen kleinen Fehler gemacht, ist da ein bisschen weit rausgekommen. So, und wir können hier aber perfekt raus beschleunigen. Und jetzt sind wir wirklich gleich richtig nah dran, auf 0,6 Sekunden. Und jetzt kommen die ersten zu Überrundenden. Und das, wie ihr wisst, das kann immer ein Drama werden, wenn man da mal ein Missverständnis hat. Aber wir wollen es ja hier nicht beschreien. Aber auch Respekt, wie der Brink die ganze Zeit den Druck kompensiert hat oder da einigermaßen wenig Fehler gemacht hat. Weil das ist alles andere als angenehm, wenn du da die ganze Zeit einen hinter dir hast und du merkst, der kommt dir wieder ein bisschen näher und dann kannst du wieder ein bisschen absetzen. Immer so ein Hin und Her. Da brauchst du wirklich den absoluten Fokus. So, und wo macht der Porsche jetzt hier Platz? Wer kommt hier besser an dem ersten zu überrunden vorbei? Oh, hier auch wieder ganz, ganz knapp an der krassen Narbe vorbeigeflogen. So, der Audi ist gut vorbeigekommen, aber was ist mit uns? Lässt er uns hier schon Platz? Nein. Und hier dachte ich jetzt eigentlich, dass er mir Platz lässt. Aber dann ist er doch nochmal rübergezogen. Und da dachte ich mir, scheiße, wo willst du jetzt hier vorbei? Aber dann hat er sich hier ein bisschen verbremst, unabsichtlich oder absichtlich, ich weiß es nicht. Aber dann sind wir doch, ja, ganz gut hier doch noch vorbeigekommen an dem Pinto. Hat uns aber insgesamt ein bisschen Zeit gekostet, so 3/4 Zehntel. So, und wir machen jetzt hier einen Sprung in die letzten 16 Minuten, wo es jetzt natürlich ans Eingemachte geht. Die Reifen haben natürlich ein bisschen abgebaut. Die Konzentration war teilweise auch schon manchmal ein kleines bisschen weg, beziehungsweise es war natürlich schwieriger, sich nach 45 Minuten noch so zu konzentrieren wie am Anfang. Aber das ist dann die Kunst, wer am konstantesten seine Leistung abrufen kann.
So, und jetzt wird es sehr, sehr dramatisch, Freunde. Ich habe es ja gerade schon gesagt, mit den Zuberrunden kann es hier und da mal zu Problemen kommen. Und ja, ich habe es damit beschrien, denn hier hat der Porsche seine Kontrolle verloren und hat uns hier voll mitgenommen. Und ja, das war bis zu dem Zeitpunkt, bis zu den letzten 15 Minuten mein Rennen hier in Suzuka. Also das war wirklich mega, mega, mega unlucky, kann man sagen. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Da ist er irgendwie auf der Wiese gewesen, hat die Kontrolle verloren und ja, ist zurück auf die Strecke gekommen. Und ich kam genau zum falschen Zeitpunkt hier, ja, angeschossen und konnte da gar nichts mehr machen. Der einzige Vorteil war, es war direkt vor der Boxengasse und ich musste nicht mit diesem Auto jetzt noch ewig lange zurückfahren, weil das Lenkrad, das stand wirklich über 90 Grad schief, also ich konnte gar nicht mehr fahren. Ja, und zieht euch jetzt mal die Reparaturzeit rein, also das war wirklich eine absolute Katastrophe jetzt für uns. Über 3 Minuten Standzeit und ja, mein Rennen ist damit gelaufen gewesen. Ich bin hier auf Platz 14 dann wieder rausgekommen und ja, ich war wirklich sehr, sehr traurig und wie man sich natürlich vorstellen kann. Und hier, das soll es ja natürlich noch nicht gewesen sein, hier ist mir jetzt ein kleiner Fehler passiert in der ersten Kurve. Ich bin ein bisschen weit gegangen und habe dadurch eigentlich gar keine Zeit gewonnen gehabt. Ja, und habe jetzt hier auch noch eine Durchfahrtsstrafe kassiert. Wenn das nicht schon genug gewesen wäre, dieser fette, fette Crash. Ja, jetzt haben wir auch noch eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Und ja, was soll ich sagen, Freunde? Das Rennen war bis zu den letzten 15 Minuten wirklich extrem geil. Es hat einen riesen Spaß gemacht, den Brink zu verfolgen. Und ich glaube, ich hätte ihn auch noch gecatcht, weil wir sind immer näher dran gekommen. Aber ja, es sollte dann im Endeffekt nicht sein. Wenn du einmal Pech hast, ja, dann aber auch richtig. Aber auf die Durchfahrtsstrafe kam es jetzt auch nicht mehr an. Ich habe sogar jetzt noch versucht, hier eine Hotlap rauszuholen zum Schluss. Also ich habe es dann mit Humor genommen und habe gedacht, okay, komm, scheiß drauf. Jetzt überholst du quasi noch denjenigen, der eigentlich über eine Runde Vorsprung hat. Und versuchst hier nochmal eine Hotlap zum Schluss rauszuquetschen. Einfach noch ein bisschen, ja, fürs Ego sozusagen. Aber es ist natürlich extrem ärgerlich, aber das ist Racing, das passiert. Das passiert auch im echten Racing und da steckst du dann leider nicht drin. Aber man kann sagen, Platz 2 oder im schlechtesten Fall Platz 3 hätten wir ja safe gehabt. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass man da auf jeden Fall vorne mitspielen kann. Hier in den Competition-Rennen. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das jetzt alles genau aufgeteilt ist, ob es da verschiedene Gruppen gibt, die nach Stärke einsortiert sind hier in den Competition-Rennen oder wie das jetzt genau alles abläuft. Ich denke mal, es wird dann so sein, je mehr Competition-Rennen man hatte und desto besser man dann abgeschnitten hat, je bessere Gegner bekommt man dann, oder desto bessere Gegner bekommt man auch. So, jetzt haben wir es. Aber mit dem frischen Auto, mit den frischen Reifen, ja, haben wir dann zum Schluss nochmal, und das ist ja wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht vom Grip-Niveau her und von allem, konnten wir dann nochmal ordentlich angasen, auch wenn das natürlich gar nichts gebracht hat. Auch wenn der Ferrari vor uns hier eine direkte Position gewesen wäre, der Platz 13. Aber wie ihr seht es ja noch rechts, wir haben hier noch die Durchfahrtsstrafe zu absolvieren. Aber das war mir jetzt auch scheißegal, ganz ehrlich gesagt. Ich habe ihn hier dann trotzdem nochmal attackiert und wir sind hier eine 2-0-0-5 gefahren, was sogar schneller war als meine Quali-Zeit. Aber mein nächstes Ziel hier auf Suzuka ist es definitiv in die 1,59er Bereiche zu kommen. Und hier wurde es dann auch nochmal ein kleines bisschen knapp mit dem Lexus vor uns, der ist hier plötzlicherweise auf einmal in die Eisen gegangen und ich bin da fast reingecrashed. Das wäre es dann ja auch noch gewesen. Gut, aber im Endeffekt war das hier mein erstes Competition-Rennen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir natürlich gerne ein Däumchen da lassen und ja, schreibt mal eure Meinung, eure Gefühle in die Kommentare zu meinem ersten Competition-Rennen. Würde mich auf jeden Fall interessieren und ja, diese Rennen werde ich jetzt regelmäßiger machen. Und genau, wie gesagt, wie ich es am Anfang erwähnt hatte,
Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ich lieber mal das komplette Rennen laufen lassen soll oder ob ich dann so ein paar Highlights zusammenschneiden soll. Das würde mich auch mal interessieren. Lasst gerne ein kostenloses Abo da für weitere gepflegte Simracing-Action. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, Freunde. Haut rein. Ciao. Ciao.